Ja, hallo Kim, schön, dass du heute hier bist bei unserem kleinen Background-Spezial. Wie du weißt, hatten wir ja in der Folge unseres Interviews, in unserer Interviewreihe mit Enes festgestellt, dass wir hier ziemlich viele unterschiedliche Charaktere im Studiengang Digital Business Management am HAZ haben. Und da haben wir ja Kontakt miteinander aufgenommen. Und du wirst uns heute auch Rede und Antwort stellen und uns ein bisschen was zu deinem beruflichen Background erzählen, um dann quasi die Reihe Background-Spezial noch abzurunden. Von dem her, lass uns doch gleich mal mit der Frage starten, wie dein beruflicher Background aussieht und wie das dazu kam, dass du jetzt hier am Hermann-Hollerith-Zentrum gelandet bist. So, hallo erstmal Marco, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, ich als Masterandin, wenn ich so von meinem Lebenslauf erzähle, war das jetzt nicht immer so ein Standard-Lebenslauf, ein Abitur gemacht, ein Bachelor gemacht und dann Masterstudium angefangen, sondern ich habe unklassisch auf der Hauptschule angefangen. Ich habe danach meinen Werkrealabschluss gemacht und wusste natürlich, ich war noch ganz jung, 16 Jahre, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Das heißt, ich dachte, okay, eine Steuerfachangestelltenausbildung ist vielleicht ein gutes Fundament. Das haben mir auch viele gesagt, weil es für BWL einfach ganz gut war. Und dachte ich, okay, dann absolviere ich das mal. Währenddessen habe ich schon direkt gemerkt, okay, Steuerfach gefällt mir jetzt nicht so gut. Ist jetzt nicht so meins. Mit Kunden dann, und beziehungsweise dort waren es ja Mandanten, fand ich es dann schon richtig spannend und dachte, okay, habe dann das Fachabi nachgeholt, weil ich dachte, okay, ich möchte einfach mal studieren und schauen, wo es mich dann hinführt. Dann habe ich mein Bachelor Management und Vertrieb Richtung Industrieunternehmen in Schwäbisch Hall, also an der Hochschule Heilbronn, begonnen. Das hat mir richtig gut gefallen. Ich habe währenddessen auch ein Praktikum machen dürfen bei Audi in Ingolstadt, 6 Monate. Dort war ich im After Sales. Da habe ich ganz viele Einblicke, was danach passiert, geschieht, wenn Sachen gekauft worden sind. Also da war alles wirklich im Background. Man hat alles getrackt, wie viel verkauft worden ist. Ich war in den Vertriebsaktivitäten auch noch dabei. Bei so Marketingaktivitäten durfte ich auch noch über die Schulter schauen, sage ich mal. War sehr spannend. Da habe ich dann auch gemerkt, dass ich im Konzern, das Konzernleben, sage ich mal, ganz cool finde. Also ganz viele, dass so die Hierarchien größer waren als in einem kleinen Unternehmen. Ja, das hat mir einfach super gefallen. Ich habe auch während dem Bachelorstudium, dann also danach, auch in einem Startup mal angefangen, weil ich dachte, ich will aber auch mal ein Startup-Unternehmen sehen. Da war ich in einem Mitarbeiterbonusprogramm, also so eine Software war das, war richtig cool. Und da war ich wirklich direkt sozusagen die einzige Vertrieblerin. Und ich bin da eingestellt worden und war dann komplett für die Erstgespräche zuständig, fürs Onboarding war ich zuständig. Das war auch richtig cool. Und da habe ich einfach auch gemerkt, dass Digitalisierung noch gar nicht so verbreitet in den ganzen kleinen Unternehmen war. Also wenn ich da Autohändler angerufen habe und mal gefragt habe, wie sie so ihre Mitarbeiter also belohnen, wenn sie irgendwas getan haben oder Anreize setzen. Incentivierung, Ja, ganz genau, klassisch, ja. ja. Da Ja. haben sie nicht so sehr gemacht. Also wenn hieß es ja, sie gehen an die Tankstelle, holen was, aber es ist ja auch aufwendig für den Chef gewesen, immer an die Tankstelle zu rennen, wenn jemand mal was erfolgreich gemacht hat. Genau. Und dann nach meinem Bachelor dachte ich, okay, ich hatte den Konzern immer noch im Kopf und dachte, okay, dann bewerbe ich jetzt mal bei IBM. IT ist super. Dachte ich, das hat Zukunft. Deswegen wollte ich in ein IT-Unternehmen. Ich habe IBM auch schon im Studium gehört und deswegen dachte ich, ich bewerbe mich da mal. Ich wusste auch, ich wollte noch einen Master machen, auch in die Digitalisierung dann bezüglich meinem Werkstudentenjob damals. Aber ich wollte auf gar keinen Fall in Vollzeit noch mal einen Master machen und deswegen bin ich dann jetzt hier Hier im gelandet. HAZ gelandet, ja. Ja. Also dein Lebenslauf mal recht simpel zusammengefasst oder beziehungsweise deinen beruflichen Weg. Ich denke, sehr betriebswirtschaftlich ausgerichtet, also also nicht vom Studium her, klar auch, aber von der Ausbildung her noch über das Studium rein oder sehr stark wirtschaftlich zentralisiert. Spannend übrigens natürlich von der Hauptschule jetzt hier bis ins Masterprogramm. Respekt an der Stelle, definitiv. Dankeschön.
Trotzdem, dein Background ist sehr wirtschaftlich geprägt. Ist natürlich für mich jetzt, ich habe die Frage auch auf diversen Messen schon des Öfteren gehört, welche Voraussetzungen brauche ich? Also sprich hinsichtlich IT, Vorkenntnisse und so weiter. Hattest du da in der Richtung Bedenken? Oder war das für dich von vornherein klar, dass du das so schaffen wirst oder kannst zumindest? Ja? Ich hatte auf jeden Fall Bedenken. Ich hatte ja noch gar keinen IT-Hintergrund. Also wirklich außer meinem Smartphone hatte ich noch gar nichts mit Technik am Hut, sage ich immer. Das war auch auf der Arbeit ja genauso das Problem, dass ich keine IT-Kenntnisse hatte oder dachte ich, dass es ein Problem sein wird. Aber ist nicht so. Also ich finde, die Sachen, die wir hier auch lernen, sind natürlich, wäre es gut, glaube ich, wenn man einen IT-Hintergrund hat, aber es ist nicht zu schaffen. Also wirklich, ich habe mich selber jetzt es hat mich selber überrascht, dass mir der Studiengang doch so viel Spaß gemacht hat, jetzt auch im Nachhinein, weil wir jetzt schon fast am Ende sind. Also viele Studienfächer dachte ich, oh, als ich in den ersten Stunden da saß, ich check gar nichts. Mhm. Aber das ging dann auch, bloß dadurch, dass wir im Kurs so eine Gemeinschaft geworden sind, hat dir jeder auch immer geholfen oder auch unterstützt, weil ich konnte zum Beispiel auch mein BWL-Kopf mit reinbringen in die Gruppe und andere haben dann ihr IT-Wissen mit reingebracht. Also ich finde, da konnte man sich auch immer gut integrieren und miteinander arbeiten. Ja, schön. Also das Zusammenspiel der einzelnen Disziplinen, um dann am Ende doch ein gutes Ergebnis zu bekommen und jeder hat sich sozusagen beteiligt. Ja. Schön, ne? Dann quasi nur noch eine letzte Frage, weil du warst ja auch noch nicht so lange her, auch wenn es jetzt schon wieder im Ende zugeht, in der Entscheidungsfindung. Und du hattest ja auch die Bedenken geäußert mit IT-Vorkenntnissen und so weiter. Was würdest du jemandem mitgeben, der vielleicht einen ähnlichen Background hat wie du, wenn der an derselben Stelle steht wie du jetzt vor einem starken Jahr? Was würdest du ihm oder ihr als Entscheidungshilfe an der Stelle mitgeben? Dass man sich auch ab und zu der Angst stellen muss, dass keine Ängste direkt sind, weil... Also jeder macht sich immer Gedanken drüber, aber ich glaube, wenn man wirklich was will und auch was lernen möchte, dann schafft man. Das ist nicht so schwierig, wie man immer denkt, also sondern unmachbar. Also ich finde, man darf nicht immer denken, okay, das ist unmachbar, sondern man schafft alles. Also wenn man sich überlegt, auf der Hauptschule war mein Mathe nicht so gut. Ich habe mein Bachelor Mathe auch bestanden und Mathe ist ein Unterschied gewesen. Also ich finde immer, du setzt ja doch die Grenzen selber, wie schwer es ist. Und ich glaube, ja, man setzt sich immer die Grenzen selber. Ich finde, man kann auch einfach drüber springen und sich selber mal was beweisen. Deswegen. Schön. Also muss ich sagen, nehme ich mit. Ich glaube, es ist auch ein sehr gutes Schlusswort für unser Format hier und hilft mit Sicherheit dem einen oder anderen Interessenten, sich, sei es jetzt hier im HZ oder auch in andere Richtungen, sich einfach über den eigenen Schatten zu springen und seine eigenen Grenzen neu zu setzen. Kim, ich danke dir vielmals. Dankeschön. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Gleichfalls. Ciao.